Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Fränkisch-Bayerisch International Kochen mit Sandra. Heute gibt es den Kirschmichel. Ich kenne das Rezept von meiner Oma, die hat es früher oft gemacht. Es ist ein Süßspeisengericht und für dieses Gericht brauchen wir folgende Zutaten. Süße Kirschen, die habe ich in Kant. Dann brauchen wir Semmeln. Die sind vom Vortag, die habe ich klein geschnitten, sind circa so 3 bis 4 mm dick. Butter, Eier, eine Margarine, Zitrone, Zucker. Hier ist warme Milch, die brauchen wir dann für die Semmel. Und dazu gibt es eine schnelle Vanillesoße. Die mache ich heute mit einem Vanillepudding, Vanillezucker und Bourbon-Vanillezucker. Dann fangen wir mal an. Als erstes nehme ich die warme Milch. Und gieße die mir über meine Semmeln. Mach den Deckel wieder drauf und jetzt können die durchziehen. Und solange die durchziehen, geht es weiter. Ich trenne meine Eier. Da mache ich das Eiweiß rein und hier das Eigelb. Die genauen Mengen schreibe ich euch natürlich ins Rezept. Und das Rezept ist immer am Schluss des Videos. Ich schlage immer als erstes das Eiweiß steif, dann brauche ich meine Rührbesen nicht sauber machen. Eiweiß ist steif und jetzt machen wir mit dem Eigelb der Butter oder der Margarine, das ist jetzt Margarine, und den Zucker weiter. Und das rühren wir uns jetzt cremig. Unser Eigelb ist jetzt schön aufgeschlagen. Jetzt nehme ich die Semmeln, die wir vorhin mit Milch begossen haben. Gib meine aufgeschlagenes Eigelb dazu mit. Mein Backofen heizt übrigens schon auf 180 Grad vor, Heißluft. Die Kirschen dazu. Wie gesagt, die habe ich in Kant und gewaschen. Die gebe ich jetzt dazu. Etwas Abrieb von der Zitrone. Dann nehmt ihr so viel, wie ihr gerne haben möchtet. Das ist übrigens eine Bio-Zitrone und die Schale ist essbar. So. Für mich reicht es so, oder für uns. Vermischt das Ganze mal. Ich brauche für die Vanillesoße natürlich auch noch Milch. Die habe ich mir schon abgemessen und ist hier in der Topf drin. Das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen. Wie gesagt, das ist eine schnelle Vanillesoße. Man kann natürlich auch die Vanillesoße mit Ei machen. Aber da es bei mir heute schneller gehen muss, machen wir das mit dem Puddingpulver. Jetzt hebe ich das Eiweiß unter. Steif geschlagene. Sieben wir uns das Eiweiß schön unter, dass wir dann eine schöne Luftigkeit reinbekommen. Immer wieder von unten darunter heben. So schaut es recht gut aus. Jetzt nehme ich mir eine kleine Auflaufform und gebe das Ganze hinein. Verteilen wir das schön. Soll schön gleichmäßig hoch sein. So schaut es recht gut aus. So lassen wir das. Und zu guter Letzt geben wir jetzt noch Butterflocken darüber. Da steche ich mir immer wieder so ein Stückchen ab und die machen wir so oben drauf. Bei uns gab es das meistens mit einer Suppe vorher zur Hauptspeise. Und wenn ihr überall was oder Flöckchen drauf habt, dann kann das in den Backofen. So schaut mein Kirschmichel jetzt aus und der geht jetzt für 40 Minuten bei 180 Grad in den Backofen. Unser Auflauf ist jetzt im Ofen, jetzt machen wir die Vanillesoße. Wie gesagt, ich nehme einen Vanillezucker dafür.
rühre den in die Milch. Einen Bourbon-Vanillezucker. Und ein Vanillepuddingpulver. Vermische das Ganze gut miteinander. Das Ganze lasse ich jetzt einmal aufkochen und dann ist sie schon fertig. So, die Vanillesoße kocht bereits. Ich mache meinen Herd aus und stelle sie zur Seite. Und wenn sie jetzt ein bisschen abgekühlt ist, gebe ich eine Glassichtsfolie drüber, damit ich keine Haut oben drauf bekomme. Aber die ist wunderbar geworden, schaut mal. Ich probiere sie mal. Sehr, sehr lecker. Meine Vanillesoße ist etwas abgekühlt. Jetzt gebe ich die Glassichtsfolie darüber, damit ich keine Haut bekomme. Und so lasse ich das jetzt stehen, bis der Kirschmichel fertig gebacken ist. Der Kirschmichel ist nun fertig. Der war jetzt 40 Minuten im Backofen bei 180 Grad. Ich habe Heißluft verwendet. Ich finde, er schaut sehr, sehr lecker aus. Ich lasse ihn kurz stehen und abkühlen und dann werde ich kurz probieren und dann werden wir den essen. Wie gesagt, dadurch, dass ich die Vanillesoße mit der Glasfolie abgedeckt habe, habe ich jetzt da keine Haut drauf und kann die Folie einfach runternehmen. Ich nehme jetzt einen kleinen Löffel raus und probiere mal. Mit Kirsche, gebe ein bisschen Vanillesoße darüber und dann werde ich das mal probieren. Es ist sehr heiß, ich muss gut pusten. Ein bisschen Vanillesoße geht noch. Leute, ich kann euch sagen, es schmeckt voll lecker. Da kommen Erinnerungen an früher hoch, wenn das die Oma gemacht hat. Ich kann euch nur empfehlen, das mal nachzumachen. Er schmeckt echt super lecker. Wie gesagt, das Rezept findet ihr immer am Schluss des Videos. Nun wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss, Servus, bis zum nächsten Mal.